Im Schwedenkai in Kiel ging es am Mittwoch hoch her. Beim KN-Talk trafen Flughafenbefürworter Alexander Eck sowie Oberbürgermeister Ulf Kämpfer auf die Flughafengegner Lydia Rudo und Jochen Kirsch. Und 400 Gäste waren gekommen, um die emotionale Debatte zu verfolgen. Es geht hier nicht gegen den Flughafen, sondern für ein Ja für einen neuen, nachhaltigen Stadtteil an der Fläche mit 1800 bezahlbaren Wohnungen, die die Stadt selber bauen kann, weil ihr die Fläche bereits gehört. Das heißt, man ist unabhängig dort von privaten Investoren und man kann auch 40 Hektar Gewerbeflächen schaffen mit bis zu 2600 Arbeitsplätzen. Wir haben in Kiel nur noch ganz wenig Flächen und da müssen wir uns die Frage stellen, ist es nicht besser für Luftsport, für Privatflieger mit Flugplätzen im Umland zu kooperieren und diese große Fläche wirklich als Chance für die Stadtentwicklung zu nutzen? Der Kieler Flughafen ist eine verdammt wichtige Infrastruktur für die Stadt. Wenn wir ihn einmal weggeben, kriegen wir ihn nie wieder. Er ist wichtig für Transplantationsmedizin, für die Kieler Unternehmen, für die Havariekommandos, für die Seerettung. Und das Wohnen und das Gewerbe, was wir ganz dringend brauchen, können wir gut an anderer Stelle in Kiel schaffen. Dafür setze ich mich täglich als Oberbürgermeister ein. Wir müssen uns nicht entscheiden, wir können den Flughafen erhalten und trotzdem ganz viele Wohnungen in Kiel bauen und die Wirtschaft voranbringen. Dass das Thema Flughafen die Kielerinnen und Kieler sehr berührt, das war uns im Vorfeld durchaus bewusst. Dass es so emotional wird wie hier heute Abend, hat uns dann doch überrascht. Und ganz deutlich ist geworden, dass es nicht nur um den Flugplatz Holtenau geht, sondern um die Frage, wie in Kiel künftig gewohnt werden kann, zu welchen Preisen gewohnt werden kann, wo neuer Wohnraum entsteht. Das brennt den Kielerinnen und Kielern unter den Nägeln. Da ist die Politik eindeutig unter Druck, Antworten zu liefern. Und da werden wir sicherlich als Lokalredaktion auch in den nächsten Wochen, Monaten, weil das auch völlig unabhängig vom Bürgerentscheid ist, ausführlich darüber berichten, um ein paar Antworten mindestens liefern zu können.